Heute wird mal wieder Zeit für ein Exposed-Video und da eure Unterstützung in den letzten Monaten bei diesem Format wirklich wild war, habt ihr heute nochmal die Chance auf einen 50€ Amazon-Gutschein. Bei einer 10%igen Like-Rate gibt es beim nächsten Video gleich noch einen Gutschein obendrauf. Also sperrt die Äuglein auf, der Code ist irgendwo im Video versteckt und damit Abfahrt! Es sind nicht alle nur Scheintote, die hier liegen. Was wird das live mitgenommen? Ich gehe doch nicht mit dem Handy in die Zimmer rein. Leute, arbeitet ihr? Nee, wir tun nur so. Was man eben nicht in der Ausbildung lernt, ist halt Empathie. Die muss man haben. Das wäre doch was für den Kevin. Ich bin schon unterwegs. Ja, es könnte noch viel mehr Pflegekräfte für uns geben. Man muss halt nur ein bisschen menschlich und empathisch sein. Na, der hält uns schon ein bisschen fit. Die Institution würde ich verpetzen. Ja, meine Freunde, da sind wir wieder zu einem neuen Exposed-Video auf meinem Kanal, was heute aber mal ganz, ganz bitter nötig ist. Und no joke, nachdem ich jetzt einige Wochen keine Pflegekräfte mehr exposed habe, hat sich meine Festplatte aber mal sowas von gefüllt. Mit dem Ergebnis, dass allein in der vergangenen Woche mindestens 5 Pflegekräfte live auf der Arbeit gestreamt haben und dabei nicht nur den Datenschutz, sondern auch mal wieder die komplette Menschenwürde missachtet haben. Ja, und einen speziellen Livestream von diesen 2 Livestreamern hier muss ich euch heute einmal präsentieren, denn das, was da passiert ist, ja, geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Live am Sterbebett oder doch nur Aufklärungsarbeit? Das werden wir uns heute mal genauer ansehen, denn es wird... Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Und kein Scheiß, durch die ganzen Pflegestreams bekomme ich so langsam wirklich Stresspickel. Ja, und daher bin ich schon ziemlich dankbar, dass ich die Produkte von Formelskin benutzen kann, die dem entgegenwirken. Ja, ich weiß auch nicht, meine Haut, die neigt irgendwie zu Unreinheiten und das, obwohl ich nächste Woche schon 31 werde und schon lang nicht mehr in der Pubertät bin. Und da will man ja meinen, dass irgendwann die Hautunreinheiten weniger werden und dafür die neuen Probleme, die Falten, beginnen, aber bei mir war der Übergang irgendwie fließend. Aber zum Glück gibt es ja den Game Changer, der meiner Haut schon definitiv weitergeholfen hat. Denn mit den Produkten von Formelskin bekämpfst du effektiv Akne, Pickel oder Pickelmale und das wissenschaftlich fundiert. Dazu füllt ihr online einfach diesen kurzen Fragebogen aus und wählt euer individuelles Behandlungsset. Ja, was super schnell und super einfach geht. Und die Ergebnisse, wie ihr hier seht, sind schon wirklich beeindruckend. Und damit die Behandlung individuell auf deine Gesichtshaut angepasst werden kann, lädst du ganz einfach 3 Fotos von deinem Gesicht hoch, die sich dann ein Dermatologe anschaut, dich berät und deine individuelle Rezeptur freigibt. Und genau deshalb sollten die Produkte von Formelskin auch zu deiner täglichen Routine dazugehören. Mit dem Code Kevin sparst du aktuell 40% auf deinen monatlichen Plan, was dich dann in Summe gerade einmal 26€ kosten würde, was ich wirklich sehr fair finde. Also schnapp dir die Produkte von Formelskin und damit würde ich sagen, gehen wir zurück ins Video. Ich meine, was haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten in meinen Exposed-Videos alles sehen müssen? Livestreams aus unterschiedlichen Psychiatrien, wo Patienten für diese Streams instrumentalisiert und verkauft wurden. Ich bin täglich live abends und da passieren Sachen mit der Frau und die könnte eigentlich normalerweise das alles miterleben oder hören. Wir mussten mit ansehen, wie Patienten speziell für diese TikTok-Livestreams falsch oder schlecht behandelt worden sind. Ab 2-2 Einlage rein damit. Ich meine Ruhe. Und wie ihr sicherlich alle wisst, gab es auch mal Kinder in den Livestreams, was zu einer gefährlichen Situation führte. Komm mal klar und aber kein ne? Warte mal, war das jetzt rechter Arm? Und wenn meine Exposed-Videos eins gezeigt haben, dann ist es die Tatsache, dass die Streams immer ekelhafter, verlogener und unmoralischer werden. Und wenn jetzt einige von euch wieder schreiben, Kevin, übertreibt bitte nicht, es sind nur Livestreams, wartet einfach den kommenden Fall ab. Und da draußen gibt es halt immer mehr Livestreamer, die die Patientenwürde, die Privatsphäre und Moral und Ethik einfach gar nicht beachten und denen das komplett egal ist. Auch das wisst ihr inzwischen. Doch was ist, wenn ich euch jetzt erzähle, dass da draußen auch Streams aus Hospizen gibt, wo die Streamer in den emotionalsten Momenten der Menschen, also im Sterbeprozess, ja, einfach perfide weiterstreamen. Aufpassen wegen Name sagen, hat man vorhin gehört von dir oder deiner Kollegin. Oh, okay. Unfassbar, wie ich finde, aber genau so in einem Hospiz in Frankfurt passiert. Also vorneweg, dieses Video wird höchstwahrscheinlich erst einmal die Einleitung. Ich habe so viel Videomaterial, besonders von diesem Stream, dass ich es nicht in einem Video unterbekomme. Und noch ein kurzer Hinweis, es wird heute wieder schockierend, traurig und menschenverachtend. Dabei haben wir insgesamt über 12 Stunden Videomaterial in gerade einmal 3 Nächten dieser Pflegekraft ausgewertet, mit einem moralisch sehr fragwürdigen Ergebnis. Es wurden Diagnosen genannt, Patientengespräche geführt und das in einer Einrichtung, wo die Betroffenen höchstwahrscheinlich nicht mehr klagen könnten, ja, weil sie tot sind oder im Sterben liegen. Kevin ist ein YouTuber der Pflegekräfte, die live gehen bei der Firma Anschwärzen. Echt? Ja, den gibt's. Aber der kann uns ja nichts.
Die durchschnittliche Verweildauer in Hospizen beträgt in Deutschland übrigens 2 bis 4 Wochen. Das klingt jetzt perfide, ist für die Streamerinnen und Streamer aber ein kleiner Vorteil, weil man kann sich dann entweder nicht mehr beschweren oder die Angehörigen oder die Sterbenden haben einfach keine Kraft, noch irgendwas zu machen. Das ist wirklich abscheulich. So, also genug Triggerwarnung an der Stelle. Wir schauen uns jetzt mal den Stream an. Vor ein paar Tagen bzw. Nächten streamten diese beiden Pflegekräfte hier live aus einem Hospiz in Frankfurt. In welchem Hospiz arbeitet? In einem von dem in Frankfurt. Per se moralisch auf jeden Fall sehr, sehr fragwürdig, aus so einer Einrichtung live zu streamen, vollkommen egal, ob man sich gut um die Bewohner, Gäste, Patienten, wie auch immer man sie nennt, kümmert oder den Datenschutz einhält. Es ist jetzt nicht so das passende Setting für einen TikTok-Livestream. Ja, und auch wenn die Streamerinnen zu Beginn des Streams immer auch so Aussagen tätigten. Ich kann mir tatsächlich hier noch was lernen, obwohl ich sowas nicht unbedingt gut heiße. Was genau heißt du denn nicht gut? Dass man in seiner Dienstzeit live geht? Kann ich dir gleich sagen, ist mit der Geschäftsführung und den Pflegedienstleitungen abgesprochen. Kann ich euch sagen, ist so nicht passiert. Naja, beziehungsweise so halb. Es stellte sich nämlich relativ schnell raus, dass eine der Streamerinnen stellvertretende Pflegedienstleitung ist. Und wenn man sich die Streams dann selbst erlaubt, ist es natürlich einfach zu sagen, dass das von der Chefetage abgesegnet ist. Was sagt euer Chef zu TikTok im Dienst? Judith, die unterstützt das sogar, weil wir hier ganz viel aufklären über Hospiz- und Palliativarbeit. Die Geschäftsführung wie die Pflegedienstleitung, Hospizleitung und die stellvertretende Pflegedienstleitung, die bin ich übrigens, wir gehen da alle einen Weg. Wir wollen einfach, dass mehr aufgeklärt wird und mehr Ängste abgebaut werden, weil Hospiz immer noch so einen schlechten Ruf hat. Mehrfach im Stream darauf angesprochen, dass es mich und meine Exposed-Formate gibt, antworteten die Streamerinnen spannenderweise so. Hey, was denkst du über die Pflege-Exposed-Serie von dem Kevin-YouTuber? Ich kenne die noch gar nicht. Ich habe mir die noch gar nicht angeguckt. Kevin ist voll bekannt. Ja, der Name sagt mir ja schon was, Elena, aber ich habe mir seine Sachen bei YouTube noch nicht angeguckt. Also nochmal, nein, wir kriegen keinen Ärger, weil alle damit einverstanden sind und unserer Geschäftsführung das auch sehr wichtig ist, dass wir das hier machen. Ja, weiß ich jetzt nicht, werden wir uns im Verlauf auch nochmal angucken. Denn nur weil du Pflegedienstleitung bzw. stellvertretende Pflegedienstleitung bist, kannst du dich selbstverständlich nicht über geltende Gesetze hinwegsetzen. Das sollte logisch sein. Aber hey, ich will gar nicht so negativ einsteigen, denn immerhin halten sich die Streamerinnen an moralische Grundsätze, wie sie selbst sagen. Bei uns kann er nichts machen. Wir reden nicht über Firmeninternas, wir reden nicht über namentlich über Gäste. Oh, da bin ich aber froh, dass ihr keine Internas preisgeben und lediglich Aufklärungsarbeit leisten wollt. Auf TikTok, mitten in der Nacht, in einem Livestream. Naja, das Setting alleine ist auf jeden Fall schon mal fragwürdig. Und diese Aussagen, liebe Freunde, das kann ich euch schon mal vorne wegnehmen. Ich meine, ihr wisst es sowieso, werden altern wie richtig, richtig alte Milch. Aber jetzt mal ernsthaft, was ist der Sinn dieser Livestreams? Das erklärt uns die Streamerin Gott sei Dank selbst. Unsere Geschäftsführung, dass auch sehr wichtig ist, dass wir das hier machen. Und aufklären und beraten und einfach mehr über die Hospizarbeit berichten. Ja. Deswegen ist das alles gut. Sonst ist bald keiner mehr da, der hier arbeitet. Okay, aber was würden diese Streamerinnen denn machen, wenn andere Patientendaten doxen? Sag doch mal. Ich kann aber verstehen, dass dieser sogenannte Kevin, das finde ich aber auch gut, dass es dann auch macht, wenn es wirklich darum geht, den Arbeitgeber zu schädigen. Dann, klar, muss er das, würde ich auch machen, also, ne? Anzeigen, ganz klar. Das ist for real eine gute Idee, denn das, was gleich passiert, hat mich wirklich sprachlos gemacht. Es wurde nämlich beispielsweise ein Patientengespräch aufgezeichnet. Live auf TikTok, hier mit der Kollegin, bitteschön. Ah, gucken wir mal, wer da kommt. Hey. Hi. Na, du? Ich weiß euch. Nein. Ich auch nicht. Natürlich nicht. Was los? Ein Moment. Ich wollte... Was machen zum Essen, aber kommst du Hilfe, wo es geil ist. Renate in Action. Renate in Action. Geil. Aber nicht so cool, oder? Wenn man nachts auf TikTok aufgezeichnet wird, wenn man gerade im Sterben liegt und einfach nur noch ein paar letzte Bedürfnisse hat, oder? Und der gleich folgende Clip hat mir mein kleines Pflegeherz doch ein bisschen zerrissen. Denn der Bewohner, Gast, Patient, wie auch immer man ihn nennen möchte, selbst hatte den Eindruck, dass er die Streamerin gerade bei dem Livestream stören würde. Und das ist den Streamerinnen sogar selbst aufgefallen. Und dann fragt er, nerv ich euch? Denkt ihr das? Also hat gefragt, habe ich ihn gefragt, hast du den Eindruck? Legitime Frage, wie ich finde, wenn ihr eher mit einem Livestream beschäftigt seid, als euch um eure Patienten zu kümmern. Und da liegst du im Sterben und hast noch den Eindruck, dass du irgendwie nervst. Wow. Okay, Freunde, ich will aber nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich bin ja hier nicht der Moralgott und kein Ethikbeauftragter. Immerhin hört man ja keine patientenrelevanten Daten oder man kann keine Rückschlüsse zulassen. Man hört ja einfach nichts zum Patienten.
oder? Die Kommunikation ist es schwierig. Ja, der Hirndruck steigt. Glioblastom mit DEXA halt. Was hat der Gas und was ist das genau? Ein Hirntumor. Ein 47-Jähriger mit Hirntumor. Nein, der hat nicht geraucht. Im Gegenteil, der war immer Sportler. Der war immer sehr... Der war auch noch Profisportler, Fußballer. Moment mal, Freunde. Wie war das vorhin noch? Bei uns kann er nichts machen. Wir reden nicht über Firmeninternas. Wir reden nicht über namentlich über Gäste. Und wie gesagt, wenn hier die Hütte brennt, es irgendwo Engpässe gibt oder Angehörige Gespräche haben oder Gäste sprechen wollen, dann sind wir natürlich nicht im Live. Dann machen wir hier unseren Job. Na gut, das ging ja schnell. Okay, also Stimmen sind zu hören, man verletzt also schon die Vertraulichkeit des Wortes, den Datenschutz missachtet man auch. Gut, Freunde, wie gesagt, ich möchte nicht päpstlicher sein als der Papst. Immerhin sind hier keine Patienten gefährdet worden, okay? Immerhin muss man ja auch mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden sein, dachte ich. Nö. Und ich glaube, das muss man ab und zu einfach... Da hat's geklappert. Und... Ja, shit. Junge, 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 und ich dachte mir nur so... Was ist denn hier los? Was machst du hier? Habt ihr das mitbekommen? Scheinbar knallt es in einem Nachbarzimmer, worauf die Pflegerinnen so reagiert haben. Na, der hält uns schon ein bisschen fit. Das war jetzt ein Reaktionstest. Ich lasse es mal im Zimmer ordentlich scheppern und dann gucke ich mal, wie schnell die da sind. Weil er durchaus ein bisschen sturzgefährdet ist. Ja. Aber der rangiert einfach in seinem Zimmer rum, der räumt sein Zimmer um. Mhm. Moment mal, der Patient ist sturzgefährdet, räumt sein Zimmer um und es knallt permanent. Und ihr sitzt da ernsthaft in einem Seelenfrieden, in einem TikTok-Livestream, während nebenan im Zimmer ein Patient auf seine Birne fallen kann, sich den kompletten Kopf zermatschen kann. Aber egal, hat ja eh schon hier einen Tumor. Kann ja nicht mehr so viel passieren. Es ist wirklich schwer, sich zu kontrollieren. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Und einige von euch werden jetzt wieder schreiben, naja, Kevin, wir wissen ja nicht, was nach diesem Clip passiert ist. Vielleicht sind sie aufgestanden. Hingegangen. Nee, ich kann es euch beweisen, denn die Streamerin hat noch Folgendes, wie ich finde, sehr Erschreckendes hinzugefügt. Da kommen Geräusche aus dem Zimmer, das lenkt mich ehrlich ab. Ich weiß nicht. Also da sind Geräusche im Nebenzimmer, die dich beim Livestream stören. Das ist irgendwie jetzt nicht so die geilste Begründung, muss ich zugeben. Und seid mir nicht böse, dass das heutige Video vielleicht ein bisschen emotionaler ist, aber die Streamer sind so dreist und droppen noch folgende Aussagen, wirklich. Was man eben nicht in der Ausbildung lernt, ist halt Empathie. Die muss man haben. Ja, es könnte noch viel mehr Pflegekräfte wir uns geben. Man muss halt nur ein bisschen menschlich und empathisch sein. Menschlichkeit und Empathie? Nee, also das wäre mir bei euch jetzt nicht sofort in den Sinn gekommen. Und das Statement der Pflegedienstleitung in diesem Livestream ist einfach nur ein Hohn. Danke, Izzy, dass du da unterstützend wirkst. Weil Datenschutzprobleme haben wir hier tatsächlich auch keine. Datenschutzprobleme habt ihr sicher keine? Bist du dir wirklich sicher? Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ganz arg dolle. Nee, außer dass bei euch in Frankfurt im Hospiz ein 46 Jahre alter Ex-Profisportler mit einem Hirntumor liegt, der nie in seinem Leben geraucht hat und vermutlich die nächsten Tage sterben wird. Aber sonst, ganz ehrlich, sonst weiß ich wirklich nicht viel. Und im Verlauf des Streams war es üblicherweise wie immer in meinen Exposed-Videos. Im Chat äußerten immer mehr Zuschauer, dass dieses Verhalten der Streamer gar nicht geht, was sie wiederum wie folgt kommentierten. Bekommt ihr keinen Ärger, wenn ihr während der Arbeit live geht? Nein, Lana, weil die Geschäftsführung weiß das, die Pflegedienstleitung weiß das, Hospizleitung weiß das, die stellvertretende Pflegedienstleitung bin ich selber. Ich weiß das auch. Komisch finde ich auch, dass die Streamerin trotz der so großartigen Aufklärungsarbeit uns nicht sagen wollen, wo sie arbeiten. Darf ich fragen, wo euer Hospiz ist? Kann man bei euch Praktikas machen? Ich bin Physiotherapeutin. Unser Hospiz ist in Frankfurt am Main. Warum ist jetzt eh gehört? Keine Sorge, Leute, inzwischen weiß ich, wo das Hospiz in Frankfurt steht und habe dem Arbeitgeber auch schon eine E-Mail geschrieben. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich also an der Sache dran, kann aber aufgrund von einigen Dingen noch nicht viel mehr dazu sagen. Das hat zum aktuellen Zeitpunkt halt wirklich taktische Gründe. Aber eins kann ich euch traurigerweise jetzt schon mal versprechen. Die Streamerinnen haben von diesen Streams nicht nur einen abgehalten. Und ich habe es alles aufgezeichnet. Es wird also so schnell wie möglich ein Update-Video geben, wo ich euch über die anderen Streams informiere und mal schaue, ob der Arbeitgeber mir überhaupt geantwortet hat. Bis jetzt hat er das ehrlicherweise noch nicht getan. Ja, was sagt ihr zu dem Fall? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like da und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschö. Oh, danke Kevin. Gut, aber viele Pflegekräfte in Kevins Videos machen sowas. Ja, dann sind Pflegekräfte tatsächlich falsch in ihrem Job. Ja, dann müssen wir draufhauen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird.